Hallo und willkommen zu einer weiteren kurzen Messervorstellung. Heute, ja, mal sagen, mit einer Klassikervorstellung würde ich mal sagen. Mit einem, nach längerer Zeit mal wieder, mit einem Messer aus dem Hause CRKT. Confidence in Hand, und das trifft auf das heutige Modell auf alle Fälle zu. Und ich würde auch sagen, dass es sich hierbei schon längst auch um einen modernen Klassiker handelt. Und zwar geht es heute um das CEO, diesen schlanken, flach, ja, relativ flachen Stachel, sagen wir es mal so. Ja, das handelt sich hier um ein Richard Rogers Design, Designer aus New Mexico. Der hat das vor ein paar Jahren mal rausgehauen und mittlerweile, ja, gibt es da viele Versionen, unter anderem auch eine mit Flipper. Und auch eine Kompaktversion, die ein bisschen kürzer, aber dafür noch ein bisschen teurer ist als die hier. Wir bewegen uns hier immer noch im Budgetbereich, allerdings, ja, stößt man dann oben schon ein bisschen an die Decke in andere preisliche Sphären. Hier aber sozusagen mit dem Ursprungsstachel, das CEO mit der CRKT Nummer 7096. So, das muss ich direkt mal ablesen, weil mit Zahlen, naja, hat man es damit unter nicht mehr ganz so. Ja, dieses Messer ist gemacht wie für Anzugträger und Anzugträgerinnen konstruiert, relativ flach, hat im Prinzip ja die Maße eines Kugelschreibers. Man kann das sozusagen in die Anzugtasche packen. Ja, das funktioniert auch eigentlich ganz leidlich. Kann man schon machen. Ist aber, wie wir gleich sehen werden, ein ausgewachsenes Taschenmesser. Die Länge im geschlossenen Zustand 11,2 cm. Im geöffneten sind es 19,2. Die Öffnung geschieht bei dieser Version hier über den leider nur einseitig verschraubten Daumenpin. Das ist jetzt zwar optisch eine tolle Sache, weil also wirklich vom Design her klasse. Rein praktisch ein bisschen schwierig. Moment. So. Der Linkshänder ist nämlich da ein bisschen außen vor. So, aber wenn man das dann mal hinbekommen hat, wie hier beim zweiten Versuch, eigentlich ist das eine sichere Sache, nur hier vor der Kamera, naja, da zittern die Hände mal ein wenig und da flattern die Nerven. Und so ohne Nervenkostüm, ganz nackt, ist man ein bisschen vorsichtig. So, genug der entschuldigenden Worte, warum mache ich das eigentlich? Egal. Haben wir dann diese schöne Klinge, die immerhin 8 cm misst. Ja, sehr schlank, also ein bisschen wie ein Brieföffner, aber die ist auch scharf. Ja, das ist schon gut ausgeschliffen, sage ich mal, für das, was man hier sozusagen erwarten kann. Klingenmaterial ist ein 8CR13 MOV, also auch hier ein bisschen eine China-Reise in die Vergangenheit. Das war sozusagen mal so der, vor 5-6 Jahren hätte ich gesagt, der Standard-Stahl für Budgetmesser. Heute ist es wahrscheinlich D2, so in der Preisklasse. Ja, hier ist es aber noch der 8CR13 MOV. Wir haben ein leicht mattiertes Klingenfinish. Das lässt sich hier ein bisschen schlecht von mir zeigen, abbilden. Keine Ahnung. Eine schöne, schlanke Klinge mit einer Klingenstärke von nur 2,2 mm. Ja, also wirklich sehr schlank. Eine sehr, sehr gerade Linie. Ach, na, das macht wieder gar keinen Sinn, der Satz. Aber wir haben ihn mal hinter uns gebracht. Das Ganze Liner-Lock gesichert, also Arretierung, ein Liner-Lock. Heißt aber auch nicht § 42 A-konform. Ja, so gut soll es dann immer nicht sein. Die Klinge läuft auf Kugellager. Das ist auch eine schöne Sache. Also wie gesagt, die Action ist gut. Na, wenn das bei mir immer so ein bisschen seltsam aussieht, das ist eher meinen zwei linken Händen und den vielen Daumen da dran geschuldet und auf keinen Fall dem Design oder dem Messer anzulasten. Das werde ich hier nicht müde zu betonen, weil es wirklich leider so ist. Besserung ist nicht in Sicht. Ja, was wollte ich noch sagen, bevor ich mich hier wieder versteige? Ja, wir haben ein Griffmaterial. Dazu wollte ich was sagen. Genau, das ist nämlich ein FRN, also glasfaserverstärkte Nylon, mit einem, der ist so konturiert wie Fischschuppen. Nicht, ob man das hier irgendwie sehen kann. Das fühlt sich auch so an. Also es ist wirklich texturiert. Ist wirklich toll. Also da gibt es gar nichts. Genau. So,
Was rundet das Ganze ab? Ein Clip, der natürlich in dem Design Deep Carry ist, weil sonst macht das Ganze ein bisschen wenig Sinn. Der Clip ist auch wirklich, auch davon abgesehen, dass er eben Deep Carry ist, recht praktisch. Das funktioniert alles. Harmoniert auch mit dem Rest des Messers. Das ist ja nicht bei allen Modellen immer der Fall. Die Schrauben sind versenkt, die den halten. Dafür ist der Clip nicht umsetzbar. Naja, wie gesagt, mal gewinnt man, mal verlieren die eigenen Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Mal gewinnen die anderen. Das wird es gewesen sein. Ja, aber an sich, schön. Fertigungsqualität für ein Messer aus China, aber das ist ja heute sowieso nicht mehr wie vor Anno Tobak. Die ist gut, das lässt man sich gefallen. Schöne Sache. Ja, wir haben ausgebohrte Liner. Kann man das hier nochmal zeigen? Ja, genau. Ausgebohrte Stahlliner. Das reduziert das Gewicht. Wir kommen hier noch auf 60 Gramm. Ja, was fehlt, ist eine Vorrichtung zur Befestigung eines Lanyards. Aber das ist, glaube ich, bei diesem Gentleman-Anzugmesser nicht wirklich der Punkt. Also wer das braucht, da gibt es sicherlich tauglichere Modelle. Genau. Das ist sozusagen ein, auch kein kleines Messer, in der Tat. Meine Hand ist auch nicht groß, aber man merkt schon, das ist ja nicht der kleine Alibi-Stachel, sondern da kann man schon was mitschneiden oder anspießen, weil spitz ist es auch noch. Genau. Das CRKT-CO, das wollte ich schon längst mal gezeigt haben, aber es hat sich nie so richtig ergeben. Dem haben wir aber heute abgeholfen. Genau, in der Ur-Version, muss man ja sagen. Wie gesagt, die Flipper-Version haben auch so ihren Reiz. Aber mir hat es jetzt sozusagen mal hier der Klassiker angetan. Ja, das wollte ich mal kurz vor die Kamera halten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dann bis zum nächsten Messer.